Herr Hildebrand, was hat Sie als Kind glücklich gemacht? Wenn ich ein Tor geschossen habe im Klassenspiel oder wenn ich aufgestellt wurde in der Mannschaft, in der Klassenmannschaft war, war ich glücklicher als alles andere. Kurz und knapp. Haben Sie sich als Kind einmal arm gefühlt? Ja, als ich kein Geld hatte. Gibt es exemplarische Beispiele dafür, dass in der Kindheit wirklich irgendwie was war, was erzählenswert ist, wo man dann gedacht hat, Mensch, da hat sich bei mir wirklich Armut so richtig gezeigt? Ja, wir waren überhaupt arm, weil mein Vater war ein Narr. Der hatte zwar eine sehr gute Position als Landwirtschaftsschuldirektor und war bürgerlich. Wir hatten einen schönen bürgerlichen Haushalt mit 8 Zimmern, Dienstwohnung. Und eines Tages sagte er: Ich will beweisen, dass ich den Bauern gegenüber nicht nur als Lehrer auftauche, sondern ich kann es selber auch, weil ich stamme aus Brandenburg und die Brandenburger Bauern sind ja berühmt für ihre Effektivität. Und dann hat er einen Bauernhof gekauft, einen verrotteten Bauernhof, der 7 Jahre noch nicht bestellt war. Und von nun an war ich ein Bauernkind. Und da war ich 8 Jahre. Und das heißt mit anderen Worten, so wie die Italiener ihre Restaurants öffnen können und offen halten können, weil die Familie da arbeitet, allein war, haben wir unseren Bauernhof fast allein bewirtschaftet. Das heißt, das Kind musste arbeiten. Und ich bekam als erstes Mal einen Verdienst von meinem Vater angeboten beim Kartoffellesen. Und zwar 20 Pfennig für jeden Korb, den ich fülle. Da habe ich dann geschuftet, dann habe ich gemerkt, was das bedeutet, das Geld selber zu verdienen. Ich war ganz stolz. Habe es natürlich sinnlos wieder ausgegeben, das ist ja klar. Aber ich habe damals gewusst, wie man reich wird, indem man Kartoffel einfach liest. Da sind wir gleich, eine gute Überleitung bei der dritten Frage. Stimmt die Gleichung reich gleich glücklich? Nein, absolut nicht. Ich habe so viele arme Schlucker gesehen, die reich waren. Weil mein Gott, das ist eben schwer, wenn man zum Beispiel vielleicht reich ist, viel Geld hat, aber die Potenz nicht funktioniert oder die Haare ausgehen oder der Kopf nicht mitgeht und so. Sagen, man hat mehr Geld als Verstand. Das ist dann auf Dauer doch arm. Das ist doch eine gewisse Armut. Eine geistige Armut ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Vor allen Dingen, allerdings, da muss man einwenden, es tut nicht weh, weil man merkt sie nicht. Die vierte Frage: Welche Auswirkungen hat Armut auf die Entwicklung von Kindern? Also zunächst mal glaube ich nicht von vornherein eine negative. Weil ich glaube, bei Kindern, die in Familien, die intakt sind, aufwachsen, entsteht so etwas wie eine Solidarität. Eine Solidarität innerhalb einer Familie ist was Wunderbares. Ich kann davon berichten, weil wir hatten so etwas. In unserer Familie war es so, dass der eine für den anderen arbeitete und wenn man als Kind mithelfen konnte, dass man die Eltern ernährt, was mir dann passiert ist, weil ich aus dem Krieg kam und mein Vater war, der war stellungslos geworden, weil er der NSDAP zu früh beigetreten war. Und dann konnte er nicht mehr Geld verdienen. Und es gab keinen Pfennig. Da bin ich arbeiten gegangen. Und da war ich aber arm. Ich habe für 220 Mark, Reichsmark, habe ich eine Woche lang gearbeitet. Aber das habe ich dann noch mit meinen Eltern geteilt. Und da habe ich gar nicht gemerkt, dass ich arm war. Mir haben die Leute gesagt, dass ich arm bin, aber es war mir egal. Mir hat es Freude gemacht, dass ich weiterkam damit. Und ich habe dann irgendwann wurde ich dann später nicht mehr ganz so arm. Die fünfte Frage: Wie Kinderarmut bekämpfen? Das ist eine hochpolitische Frage, die mit Sicherheit damit zusammenhängt, dass unser Sozialstaat ohnehin, sagen wir, in einer Abwärtsbewegung sich befindet, dass seit einer gewissen Zeit auch die Politiker meinen,
dass sozial zu sein und sozial zu handeln nicht mehr zu bezahlen ist. Das ist etwas, was ich mit großen Ohren und großen Augen entgegengenommen habe, weil bis dahin ging es ja auch. Es geht also nicht, dass man den Reichen, wenn es schlechter geht, was nun nicht abhängig ist von denen, die in diesem Lande leben, sondern auch von anderen Ländern abhängig ist, wenn es schlechter geht, werden die Armen zu teuer und die Reichen dürfen nicht behelligt werden. Das ist ein, sagen wir, ein Grundsatz, der eigentlich der Sozialdemokratie aufs Pferd helfen müsste, aber sie sind nur auf den Esel gekommen. Es genügt nicht. Ich meine, dass Kinderarmut genau davon abhängig ist auch und dass die Eltern mit Sicherheit die Armut ihrer Kinder nicht, sagen wir mal, unterstützt, also die Verhinderung der Armut von den Eltern nicht sorgfältig beobachtet wird. Und nicht, sie arbeiten nicht daran, dass sie müssten für ihre Kinder mitarbeiten. Aber sie sind teilweise so selbstsüchtig, dass man gar nicht merkt, dass die Kinder verarmen. Ich hab mit Verwunderung das aufgenommen. Ich denke immer, wenn eine Familie nicht reich ist, dann sind sie alle nicht reich. Aber wenn die Eltern reicher sind als die Kinder und die Kinder sagen wir, bleiben außen vor, dann ist doch schon eine Krankheit unterwegs in diesem Sozialgefüge, das nicht mehr funktioniert bei uns. Kinderarmut. Was würde Jesus dazu sagen? Er würde sagen, ich werde meinen Spruch verändern. Ich würde sagen, nicht, lasse die Kinder zu mir kommen, lasse die Eltern zu mir kommen, ich werde ihnen den Marsch blasen. Siebte Frage, was würden Sie einem armen Kind ins Poesiealbum schreiben? Ich weiß, was ich ihm nicht hineinschreiben würde, nämlich bleib so, wie du bist. Letzte Frage. Stellen Sie sich vor, Sie machen bei einer Posterkampagne Werbung für mehr Kinderlobbyismus. Welcher Werbespruch müsste aufs Poster? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Einfach so schnell fällt mir nichts ein. Herr Hildebrand, schönen Dank für das Interview. Okay.